So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3. Und zwar zur dritten Folge des neuen Formats, was jetzt Car Battle heißt. Also wir vergleichen zwei Autos. Und mit dabei ist wieder der Silas. Hallo. Und heute geht es mal in die Richtung Hypergas. Und zwar fahre ich hier den McLaren P1 und Silas den Ferrari LaFerrari. Zwei wunderschöne und sehr, sehr schnelle Autos. Also, und die werden heute mal auf Herz und Nieren prüfen. Was? Ich dachte, du sagst jetzt zwei wunderschöne Namen. Ferrari LaFerrari. Ah, also zweimal Ferrari ist schon geil. Ja, du kannst da hupen und natürlich beginnt es jetzt mit dem Drag Race, wo wir zum Flughafen hinfahren werden. Geht ja schnell, die paar Kilometer. Mach trotzdem noch einen Wegpunkt dahin, weil ich es gewöhnt bin einfach. Dann verfolge ich dich. Oh Gott, Offroad. Oh Gott, du bist da. Okay. Fahr nach GPS ausnahmsweise mal. Ist nicht immer die beste Idee, aber ich mach's trotzdem. Ach, Craft wird einfertig. Das sind jetzt zwei Autos mit, zwei Hybride. Also beide haben einen normalen Verbrennungsmotor und auch noch Elektromotor. Was ziemlich interessant ist, vor allem auch bei dieser Leistungsklasse, sind die quasi die beiden hier mit dem 918 die einzigen. Der ist noch nicht im Spiel drin, aber der wird auch sicherlich noch kommen. Gehe ich zumindest von aus. Das sind die Nachfolger vom Toyota Prius. Nur halt in geil. Nur halt in geil. Weil Prius, der ist halt, naja. Das braucht man nicht zu sagen, glaube ich. Besser als eine Subfahrt. Nein. Die Offroad, wunderschön, der Wagen. Oh, ist das toll. So. Die Wagen sind beide auf S2 voll aufgebaut. Maximal ausgereizt, glaube ich zumindest, bei mir. Ja, bei mir auch. Beide Heckantrieb, beide richtig viel Leistung. Mal gucken, wer jetzt gleich der Beste sein wird beim Drag Race. Ich tippe mal, dass ich es sein werde. Aber Ferrari hat auch nicht schlechte Autos. Die können auch ganz gut beschleunigen. Ja, yeah. LaFerrari jetzt nicht unbedingt das schnellste Auto. Ich meine, du hast ja auch mehr Leistung als ich, ne? Ja, und einen höheren Luftwiderstand. Sicher. Ja, mit der kompletten Aerodynamik, die durch die Karosserie durchgeht. Der Luftstrom geht nicht übers Auto wie bei dir, ja, sondern guck, was ich da für durch die Karosserie durch. Ja, das bremst hinten. Bei mir bremst es überall, weil die Luft durchs komplette Auto geht. Ja, aber. Überall verwinkelt und verkantet. Kann auch in den Kurven ein Vorteil sein. In den Kurven ist es mein Vorteil, das stimmt. Mal gucken. Scheiß Start, Alter. Tschüss. Oh, nee, ich dachte, du ziehst das Härter weg. Sechster Gang. Ah, Windschatten will er haben. Komm schon! Ja. Komm. Na! Ah, schade. Ich bin gerade auf Windschatten raus. Ich würde sagen, das war nicht mal ansatzweise knapp. Trotz Windschatten. Nee, gar nicht. Die Zeit sagt, es war. Ist bei der Geschwindigkeit sehr ungefährlich, so nah aufzufahren. Ja, sollte man echt auch definitiv machen. Ja, so bei finalen Sachen. So also 10 Meter Abstand, das bringt's. Normalerweise sagt man ja Hälfte vom Tacho in Meter. Habe ich eingehalten. Ja, in Millimeter. Also bei 400 km/h oder was das waren 200 Meter Abstand, oder? Mindestens, ja. Ja, das waren schon 200 Meter Abstand. So, damit geht der erste Punkt von 5 an den McLaren. Und als zweites steht jetzt der Bremstest an. Nehmen wir 300 oder 250? Mir ist das egal. 300. Ich muss nur mein ABS kurz anmachen. Anmachen, meinst du? Ja, du hast gesagt anmachen. Ich habe ausmachen verstanden. Nein, guck dir die Aufnahme an. Ich habe anmachen gesagt. Mach ich nachher eh noch beim Schneiden. So, schwierig. 300 sollten die beiden eigentlich bis dahin schaffen. So. Oder? Ja. Ich fahr links. Ja, ich fahr rechts, so wie immer. Weil du rechts bist. Ich bin nicht rechts. Ich hab nichts gegen Schwarze. Ach, 300. Bitte schnell. Oh! Alter, war das knapp. Warte mal. Da gehen wir jetzt mal drüber. Geh mal auf die Karte, warte. Und geh mal zum Blitzer und mach da einen Wegpunkt. Ah, oh, fuck, du bist weiter hinten, aber ich glaube, das sieht man im Meter nicht. Achso. Weißt du, mach ich mal 2 richtig?
Ja. Dann lass mal den Wegpunkt zum Drag Race machen. Das dürfte ja noch in Metern sein, oder? Ja. Schwein. Bis zum Drag Race habe ich 313 Meter. 113? Ich habe 317. Wahrscheinlich sind das 4 Meter Unterschied zwischen uns. Als ob! Das sind nie. Alter Forsa. Wo sind das hier 4 Meter? Das also bei mir stehe ich sogar ein bisschen hinter dir. Das sieht so ein bisschen so aus, aber das ist, glaube ich, die Perspektive. Denke ich mal. Ich denke mal, das ist ziemlich gleich. Das ist noch mit. Wenn du dahin noch die Reaktionszeit und die 3-4 km/h Unterschied. Bekommen wir beide einen Punkt, würde ich sagen. Okay, habe ich auch so nichts knapp, dagegen. So knapp, wie das jetzt ist. Das ist echt mega knapp, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, jetzt scheiße, verbremst. Ich verliere voll Kanne, aber war doch sehr knapp. Also war die Bremsen, knapper. Die packen noch zu. Okay, denn jetzt 2:1 von der McLaren. Jetzt kommt der Top-Speed-Test. Top-Speed. Wobei da eigentlich locker 400 km/h laufen sollten. Im Spiel zumindest, in echt weiß ich nicht. Aber im Spiel, das sollte machbar sein. Ich meine, 400 km/h ist ja auch eigentlich ziemlich langsam. Ist ja nichts. Ja, mit meinem Range Rover fahre ich über 500. Ist irgendwie schon ein bisschen bitter für Hypercars, ne? Die dann langsamer sind. Das muss wehtun, das. Deswegen fahre ich lieber ein bisschen außen rum. Ja, geil. Au. Alter. Gib's mir. Was? geil, so eine Stelle, du. Das schneide ich auf jeden Fall nicht raus. So, fangen wir hier an, oder? Anhalten. Ja, dann fahr mal los, mein Freund. Ich warte mal ein bisschen, ne? Falls ich dich nicht überholen soll. Kriegst du mich sowieso nicht. Jetzt kann man auch mal losfahren. Mach, ne? Ja, ich habe den Wegpunkt an. Ich auch. Aber solltest du dich ja nicht verfahren auf dem Weg, ne? Ja, zeig mir an, dass ich gleich wenden soll. Viel Verkehr gerade bei mir. Naja, wohl geht eigentlich noch. Aber bei so einer Geschwindigkeit, ne? Das kann schon mal schnell im Heck einer A-Klasse enden. Oder eines Transits, oder? Oder ein Mazda, oder ein UTI, oder ein ST, oder ein Kia. Was ist denn Kia? Keine Ahnung. Oh, wir sind so schnell auf einmal. Also eben war nicht so Alter. Schnell. Also andere Strecke, ja. Die Werksangabe schaffe ich auf jeden Fall. Oha. Oha. Komm, noch ein paar km/h, komm. Ein bisschen noch, ein bisschen. Komm. Ein noch. Eng, aber ich glaube, du gewinnst. Ah, der will ja nicht. Aber ist auch schon mal nicht verkehrt, finde ich. Lass mal beim Kreisverkehr treffen. Die Kurven kann ich voll nehmen. Ich muss nur ganz, ganz leicht einlenken. Ich geh schon mal vom Gas, will den Motor nicht so quälen. Wir sind hier in einem Spiel, nicht Mühle. Real life. Aber das ist schon das ist nicht gerade langsam. Oh Gott. Ist ja Grenzgänger, bin ich. Aber schöne Fähigkeitenkette oben. 250.000 Punkte. Dann halt mal an, mein Freund. Ich komme dir mal entgegen. Ja, das hält. Das nennen sie das Anhalten. Ich bin gerade schon in meinem Flow, ja. Aber jetzt hältst du bitte an. Ja. Na ja. So, was hast du dann geschafft, Silas, mit deinem LaFerrari? 4:31. Alter! 4:32. Ich hab meinen Controller heute jetzt repariert, ey. Hätte ich wieder auf den Tisch geknallt. Bam! Alter, nur ein Alter, ist denn da schnell? Reifendruck, ne? Aber 1 km/h mehr ist halt leider 1 km/h mehr, ne? Kann man auch beiden einen Punkt geben. Nein, Spaß. Das hol ich in den Rennen wieder raus, so. Steht es jetzt 3:2? 3:1. 3:1. Was soll ja stimmt, ja, 3:1. Wo hab ich 2 Punkte gemacht? Ja, aber unentschieden ist noch möglich. So, jetzt fahren wir noch 2 Rennen. Das erste darf ich aussuchen, das zweite darf der Silas aussuchen. Was nehmen wir denn da Schönes? Am besten eine Strecke, die ich ganz gut können sollte. Das wäre zumindest angebracht. Wäre nicht verkehrt.
Nur ist die Frage, welche wir nehmen. Es gibt so viele schöne Strecken. Nehme ich eine in der Stadt oder nehme ich eine so am Byron Bay oder Mountback? Natürlich nicht Offroad, das ist schon mal, steht schon mal fest. Nicht? Warum nicht? Das wäre, glaube ich, ein wenig Selbstmord. Wir fahren mal die da oben, und zwar die Nordstadt-Rundstrecke. Oben in San Francisco Nordschleife. Paradise. Ja, leider nicht, die gibt es leider erst in Forza 7. Hoffe ich zumindest. Oh, ich freue mich. Ja, schlimm bin ich. Da freue ich mich schon drauf. Oh ja. Wieder schön auf der Rennstrecke Wird ballern. er wahrscheinlich Ich auf bin der E3 immer. angekündigt. Oh ja. So. Ich persönlich bin Rennrennen so mehr der bearbeiten. Motorsport-Typ. Nicht so der Horizont-Typ. Das sind ja dabei Ich das Hypercars lieber. hier im Spiel. Wir fahren, würde sagen, 4 Runden und 10 tut die beste Rundenzeit. Vier Runden, bessere Rundenzeit. Alles klar. Au. Alles klar. Also wer Au. erst am Ziel ist, das ist scheißegal. Hauptsache die beste Rundenzeit zählt. Und Kollision mache ich aus. Das ist quasi nur um Skill geht und nicht irgendwie um was anderes. Autos Oder auch gute? nicht Skill, je nachdem, wie ich mich jetzt anstelle. Autos gut aus. Auf dem Bild war auch ein schönes Auto. Ein Chapter-Nario. Ein schönes Szenario. Ja, ist auch sehr schön. Ein Szenario. Witzig. Ja, willst du Reißer Silas? Dann ab nächster Folge wieder ohne Silas, such ich mir einen anderen. Luca? So, mal gucken, was der Pion so reißen kann. Ich glaube, die Strecke, die ist ganz gut eigentlich. Also mit Luca wär das Niveau, glaube ich, unten. Und falls Luca das guckt, schöne Grüße an dich. Du bist ein Arschloch. Nein, Spaß. Ne? Ich habe aber einen besseren Start. Aber was ist das denn für eine Kurve? Die macht richtig ekelhaft zu. Oh, die macht richtig ekelhaft zu. Du hast bedacht, dass du bald Heckantrieb bekommen, ne? Alter, rutscht der. Oh mein Gott! Got him. Gut. Du hast einen Vorteil, du bist noch an allen Meisterschaften. Ich bin mit den Meisterschaften allen Rennen hier schon seit, keine Ahnung, 3 Monaten durch oder so. Ja gut. Ich hätte auch lange Ich nicht bin alle die Rennen durch. schon. Ja, die Rennen bin ich aber auch schon lange nicht mehr gefahren hier. Ziel auf Ferrari! Aber jetzt geht's in die besten Runden. Sehr gut, Silas. Ja, es war schon mal nicht schlecht. Die ganzen Bordsteinkanten sind ein bisschen fies. Apropos Bordsteinkanten, ich hoffe im Motorsport bekommen sie die Curbs mal richtig hin. Nicht einen halben Kilometer hoch. Uiuiui. Gut, die Runde geht an mich. Yep. Wenn ich mich diesmal nicht verbremse, kann ich mich auch hier nochmal verbessern. Wasser sehr gut. Oder zu viel gebremst. Nein, was unterscheidest du denn jetzt hier? Na, komm mit runter, Mann. Aber runter geht auch wieder nicht. Würde ich jetzt so spontan behaupten. Schon wieder zu viel gewonnen.
Gerade ein bisschen ruhig, aber ich will mich konzentrieren. Das ist nicht so einfach. Scheiße, ja, die Runde ist für den Arsch. Kontrollpunkt verpasst. Blablabla, komm, hier, bau einen Unfall. Lass es besser sein als ich jetzt. Das ist mega scheiße, Alter. Das war richtig scheiße. Ja, hast du die Runde verkackt? Finde ich gut. Ja. Ah, oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann ist nämlich jetzt gleich schon, dann geht es im nächsten Mal um die Wurst. Hoffe ich mal. Kann deiner Tour jetzt mal was gerissen hast. Hä, ich verstehe das nicht! Das war schon seit zwei Runden so. Was denn? Das nämlich. 53? Ich verstehe nicht warum. Ich bin bessere Zeiten gefahren. Und der Timer blieb immer bei 53 stehen. Weiß ich, bin glaube ich in der dritten Runde mit einer 51-2 oder so das Ziel gefahren. Und die 53er Zeit bleibt einfach stehen. War eben gerade wieder so. Ja. Aber du warst trotzdem noch schlechter als ich. Ich weiß nicht, was ich für eine Rundenzeit gefahren bin. Das weiß ich gar nicht mehr genau, was die letzte Runde war. Ich kann auch nochmal in die Aufnahme nachher gucken. Dann wieder das noch irgendwie korrigieren. Also es muss gefahren eine 50-2? Oder was bist du gefahren? 50-0-8-4. Ich glaube, ich war so in Richtung 50-2, 50-3 in der letzten Runde. Ich weiß es nicht mehr. Ja, war ich trotzdem noch besser. Ich muss ja noch mal auch nochmal nachgucken, wie das genau war. Die 53, die stimmt echt nicht, weil, hast du auch gesehen, meine Rundenzeit war nicht 3 Sekunden langsamer als deine. So schlecht bin ich nicht gefahren. Nee, sie haben gerade gewundert. Na gut, trotzdem war meine Rundenzeit besser, wenn du eine 50-2 fahren bist. Also, ich guck nochmal nach, wenn nötig, korrigiere ich nochmal. Falls was ändern sollte. Also steht jetzt 2-2? 3-2. Ja. 3-2? Nein, du hast keinen Punkt jetzt. Jetzt ist Gleichstand. Hä? Nein, 3-2. Warte. 3-2? Drag Race, Bremstest, Top Speed. Stimmt, 3-2. Da geben wir mal die Krone, dann kann ich rennen. Dann kann ich jetzt nur noch aufs Ding ausgleichen. Unentschieden. Unentschieden. Das sieht aber schon aus. Ja, wir haben wieder einen Sprint drin. Das steht schon mal fest. Oh, das ist eigentlich mal der Gewinner, der jetzt erst am Ziel ist. Würde logisch gehen. Ja, das ist eine schöne Strecke. Nicht allzu enge Kurven, aber die Kurven, die drin sind, sind ganz gut. Das machst du mit oder ohne Kollision? Ohne würde ich jetzt sagen. Oder willst du mitfahren? Ohne. Das ist nämlich bei den Wagen auch ein bisschen besser, ne? Ja, oh Gott. Oh. Die sind halt auch schon sehr, sehr stark. So. Man muss sich auch sehr konzentrieren, man hat noch gerade gehört. Ich habe mega wenig geredet, aber. Die Strecke war nicht so einfach, fand ich. Die war schon ein wenig anspruchsvoll, dem Wagen. Wenn du gut fahren willst. War nicht verkehrt. Aber war in Ordnung, fand ich. So, La Fulalli. La Fulucci. Sehr gut, ich habe die falsche Straße eingestellt. Richtig, so muss das. Er hat es nämlich nicht gespeichert, warum auch nicht? Warum auch speichern? Ist so komplett. Komm. Zu speichern, einfach mal immer von neuem anfangen. Kollision aus. Pause erstellen. Überschreiben. Jetzt hat er es übernommen. So, ja, komm, ich kann mein Auto aushören. Komm schon. Danke. Mal gucken, was du so von Rennen genommen hast. Ein schönes Landstraßenrennen, was auch sonst. Ja, ich wollte gerade sagen. Durch die Innenstadt werde ich bekommen, damit extrem querfeld einrennen. Wäre für den LaFerrari auf jeden Fall ein geeignetes Tor. Aber könnte man theoretisch auch machen, also spricht ja nichts dagegen. Man kann ja ein Rennen der Wahl fahren. Yeah. Wäre es vielleicht nicht so günstig? Ja. Unsere Autos sind beide knüppelhart. Ich glaube, die fliegen nonstop ab. Und liegen halt auch sehr niedrig. Ne, 4,7 cm ist schon ein Bus. So. 4,7 bei dir vorne? Oder? Ich meine, ich habe nicht komplett runtergedreht. So. Ich meine, der geht irgendwie 4,7 oder 5. Bei mir komplett runter vorne wäre 4 und hinten komplett runter wäre 6,5. Ich habe aber beides oben gelassen. Auf immerhin 7 cm und 9,5. Ist aber auch schon sehr hoch. Ich meine auch nicht. Auch nicht das Rennen.
Kein Plan, wer in Supersportwagen komplett knüppeltief liegt. Der hat irgendwas nicht verstanden, wenn es um Performance geht. Nicht das an? Okay, Tageshalb ist nicht eingestellt, aber Nacht und Nebel finde ich gut. Wer kommt bei Nacht und Nebel da hinten knien? Ich hasse das Rennen, ey. Ja, ist doch gut. Ich mag's. Jetzt sind einige Kurven echt assi. Nur der Schränkverlauf da auf der Karte ganz gut aus. Hi. Wo bist du denn? Weiß ich nicht, ich wollte mal kurz noch. Da am Rand war so ein Stand, der wollte Spargel verkaufen. Ah, Spargel, ich geht. Mal kurz gucken, jetzt noch kein Spargel, aber. Meine Eltern. Saude. Alter, ist er schnell. Ich habe noch nicht eingefahren. Die Kurvenlage, ne? Ja. Bei 300 km/h. Ist schon nicht verkehrt. Oh, die Kurve kann ich vollnehmen hier. Die nicht! Ah, hier ist schöne Stimmung hier im Wald. Ist sowieso geil, aber besonders vom Nebel hier. Kann man geile Bilder machen. Ah, komm rum hier, du Auto. Ja, ebenso. Ja, bei der Feuchtigkeit hier zwischendrin ist man ein bisschen out, ja. Das ist nicht so optimal. Schiebt da manchmal ein bisschen. Alter, wie das hier aussieht, ist geil. Gut. Bei Dauernfehler, Alter. Sollte auf die Strecke achten. Ich die Strecke auch. Also, dich hassen, aber ich mag die nicht so mega. Oh, dort sieht rund. Okay. Und damit ist dann 3-3. Fahrt, beide Autos sind gut. Yay. Das war sowieso klar, dass beide Autos gut sind. Das ist, glaube ich, jetzt nichts Neues. Würde ich zum P1 tendieren? Auch optisch? Allein das Heck ist einfach brutal vom P1. Sagen optisch, mein 18. Oh, ne. Dann nehme ich den P1. Ja, wobei, da würde ich vielleicht einen Agierer. Ist auch mega cool. Schon der Saugmotor, schreit ordentlich. Da fällt mir das Video ein, wo die... Was war denn das? War das ein P1, ein Laufwagen durch die Innenstadt böllern? Und will ich über jede Bodenwelle mit 150 drüber und die kratzen nonstop auf dem Asphalt. Und dann kam der zurück mit dem rauchenden Motor. Hat noch einen Bugatti auf dem Hof stehen, also der hat's Geld. Also damit quasi 3-3 unentschieden. Je nachdem, ob da was korrigiert werden muss oder nicht. Aber ich denke mal nicht. Ich werde es aber nochmal nachgucken. Wenn ja, dann werde ich das irgendwo hingeschrieben haben, in die Kommentare oder eingeblendet haben. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja, aber wirklich zwei sehr, sehr nette Autos. Fahren sich beide sehr, sehr toll. Ja gut, ist auch Ferrari, ne? Aber das ist nicht so schlecht, der Auto. Das McLaren eigentlich auch nicht. Und da ist wieder ein Transit. Wunderschön. Der kann sich mal gerne verpissen. Mit Warnblinker. Läuft bei ihm. Ja. Richtig krass Autos hier. Ja. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Mit neuen Autos natürlich wieder. Auch wieder richtig geile Autos. Danke fürs Suchen, Silas. Danke fürs Mitmachen natürlich auch. An der Stelle. Ja. Bitte. Und dann würden wir sagen, tschüss. Tschüss.